Gott, ich werde ein Aufgebraucht-Video machen. Ich zeige euch das gleich zuerst, weil ich werde das nicht lange aufheben. Das ist meine Zahncreme, die ich zurzeit verwendet habe. Die ist mir heute abgebrochen. Sie ist noch nicht ganz leer und ich weiß, es ist ein bisschen geschummelt. Aber ich glaube, ich habe nur noch 2 Tage und dann ist das Ding leer. Bis ich meinen Aufgebraucht-Blogpost machen kann, dauert das eh noch eine Weile. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch die. Das Lustige ist, man kann die mit einem Licht anleuchten. Seht ihr, dass es ein Licht hat? Aber ich finde, das bringt irgendwie nichts. Und das Ding geht megamäßig schnell leer. Das heißt Blanks White Shock Power White. Ich finde, das hilft doch irgendwie nicht. Ich habe noch eine, die haben wir damals von der Arbeit nämlich bekommen. Ich wollte euch die jetzt nur kurz zeigen, weil ich habe noch ein Backup von der. Und ich finde die irgendwie schrecklich. Ich finde die wirklich schrecklich. Also ich finde nicht, dass meine Zähne dadurch weißer werden. Ich finde, die sind sogar gelber geworden. Aber okay. Who cares? Machen wir weiter. Als allererste will ich euch wieder meinen Make-up-Entferner zeigen. Wie aufregend. Kennt ihr aus? Wenn nicht, kaufe ich immer nach. Habe ich nur noch 2 Backups, wie ihr im Backup-Video gesehen habt. Und ich brauche es dringend wieder. So, dann habe ich mein Haarspray leer gemacht. Nach Jahrzehnten. Das ist dieses L'Oreal El Net. So sieht das aus. Ja. Kaufe ich mir immer wieder nach. Also das kaufe ich immer wieder nach. Ich weiß, normalerweise mag ich kein L'Oreal. Also ich kaufe auch keine L'Oreal Make-up-Produkte oder so. Aber das ist das Einzige, was ich von L'Oreal mag und auch wirklich immer wieder nachkaufe. Das ist das erste Haarspray, was ich mir damals gekauft habe. Und das hat von Anfang an passt und ich wollte noch nichts Neues mehr probieren. Deswegen, ich weiß, die Versuche oder so. Ich weiß es, Leute, ich weiß es. Aber ich komme von dem einfach nicht weg. Ich mag nicht eins kaufen, was ich dann sowieso nicht mag. Deswegen habe ich mir das auch wieder nachgekauft und die Verpackung ist ein bisschen anders. Und ich hatte Glück, es war eine Aktion, wie ich es mir nachgekauft habe. Dann, da muss ich megamäßig jammern. Ihr wisst, das Trockenshampoo kaufe ich mir jedes Mal wieder nach. Jedes Mal. Ihr habt es in den Haul-Videos. Ich habe es. Langsam sprechen, Jay. Ihr habt das Haul-Video gesehen. Ich habe mir so viele nachgekauft. So viele bunkert. Ich glaube, ich brauche mir gar keine mehr bunkern. Das ist das Sweetie-Trockenshampoo. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch weiter bunkern soll oder nicht. Ich habe gar keinen Platz mehr weiter zu bunkern. Deswegen glaube ich, werde ich eine Weile aufhören, das zu bunkern. Ich werde, wenn ich es dann brauche, werde ich es nicht mehr kriegen, aber ich weiß nicht, welches ich als Ersatz nehmen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das so geliebt und ich verstehe nicht, warum die das aus dem Sortiment nehmen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Dann habe ich braverweise heute eine Maske leer gemacht. Die habe ich auch heute erst wirklich aufgebraucht. Das ist von Cadea Vera, die Eigenmarke. Das fand ich echt gut, aber leider ist die Limited Edition, weil die mochte ich wirklich gerne. Dann habe ich noch von Freeman die Maske aufgebraucht, die blaue. Die mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich einmal diese CV-Augenpads leer gemacht. Die habe ich ins Gefrierfach gegeben, da war der Effekt viel, viel besser, als wenn man die nur in den Kühlschrank gibt. Oh, dann ganz aufregend, habe ich einen Spülbalsam Frozen Peach aufgebraucht von Denk mit, von der Eigenmarke. Ja, die kaufe ich mir eigentlich immer wieder nach. Ich muss heute noch unbedingt zum Dem, ich muss dann noch meinen Papa anschreiben, ob er mich hinbringt. Dann habe ich hier Wattepads von Hofer aufgebraucht und die mag ich so, so gern, dass ich die unbedingt wieder haben will. Die waren, oh, jetzt habe ich mal keinen Sorg, die waren wirklich gut, das waren die großen Wattepads. Irgendwie rede ich zu schnell, oder? Dann habe ich eine Mundspülung aufgebraucht von der Müller Eigenmarke. Die sieht so aus. Die habe ich jetzt auch wieder in Benutzung, nur brauche ich jetzt langsam wieder ein Backup. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie in Aktion sind, sind sie aber nicht. Dann habe ich eine Duftprobe leer gemacht von Chill Thunder, eine Duftprobe. Den Duft fand ich wirklich gut, das ist der Chill Thunder Softly. Der sieht so aus, das ist so ein mintfarbener Duft. Den mag ich wirklich gern. Aber ich habe so viele Düfte, deswegen kaufe ich mir nichts nach. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Kommt nicht in die Tüte. Dann habe ich aufgebraucht eine Probe von den Kapseln von Elisabeth Arden. Da sieht man nicht viel. Das war auch so in dem Geschenkset drinnen leider. Da waren so 4 Kapseln oder 3 drinnen. Die habe ich jetzt aufgebraucht. Ihr wisst ja, die liebe ich. Also da brauche ich eh nicht viel sagen. Dann habe ich von unserer Eigenmarke die Reinigungstücher aufgebraucht. Das sind, glaube ich, meine letzten jetzt. Nein, meine vorletzten. Ich habe jetzt aktuell noch welche in Benutzung. Ich fand die so für den Schminktisch, fand ich die eigentlich ganz gut. Schade, dass die nicht mehr gibt, aber was will man machen? Ich habe es heute mit den Wattepads. Dann habe ich nochmal Hofer Wattepads aufgebraucht. Meine Pure Camille Reinigungstücher sind leer worden. Die liebe ich ja. Die habe ich mir auch jetzt wieder aktuell nachgekauft. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nur Blödsinn aufgebraucht. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. So, dann habe ich aufgebraucht die Wattestäbchen. Da habe ich auch noch ein Backup. Ich habe noch welche gefunden. Ich habe mir damals so viele gekauft und jetzt habe ich so viele angefangene noch gehabt.
Deswegen brauche ich mir die dabei nicht nachkaufen. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Juvena. Das war ein 10er Lichtschutzfaktor. Von dem bin ich urschön braun geworden. Ihr wisst, ich habe normalerweise Probleme, braun zu werden. Aber mit dem Juvena-Ding bin ich super braun geworden. Ich habe noch ein paar Proben. Ich hoffe, die kann ich nächstes Jahr noch verwenden. Dann habe ich leer gemacht von... Mir ist jetzt gesagt worden, das heißt Trestle Moon. Ich finde, das klingt aber beschissen. Trestle Moon heißt das, oder? Viele sagen ja Trackle. Es heißt aber Trestle Moon. Und ich finde, das klingt beschissen. Also für mich ist es noch immer Trestle Moon. Mir wurscht. So, nicht böse gemeint, aber ja. So sieht das aus. Das war dieses Grapefruit Sunrise. Das war echt gut und ich würde es mir auch nachkaufen, wenn ich nicht so viele Backups von anderen Peelings hätte. Aber bevor es rausgeht, glaube ich, werde ich es mir nochmal kaufen, wenn ich es irgendwo reduziert sehe. Dann habe ich hier ein Duschgel aufgebraucht, das habe ich von den beiden Jungs bekommen. Das war von BB Abendschimmer. Entspannender Karamellduft, Creme Dusche. War nicht schlecht. War wirklich nicht schlecht. Aber ich würde mir jetzt das nicht nachkaufen. Es war gut, es hat echt gut gerochen. Ich finde, das hat eher mehr in den Winter reinpasst. Jetzt ist es weg. Aber es war wirklich gut. Also ich mochte es sehr, sehr gern. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nur langweiliges Zeug aufgebraucht. Dann habe ich hier eine Zahncreme mit Micellen aufgebraucht. Das ist von Theramed, heißt die Marke. Die muss ich mir wieder nachkaufen, fällt mir gerade auf. Die ist nur so teuer und ich hasse die Verpackung. Ihr seht ja, wie zerdrückt das ist. Also die Verpackung ist mega scheiße. Aber ich habe das Gefühl, durch das, dass ich die nicht mehr verwende, dass meine Zähne immer gelber werden. Also werde ich mir die auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Auch wenn ich die Verpackung nicht mag, aber sie hat halt das gemacht, was sie machen soll. Dann haben wir hier noch ein paar Proben, noch eine Probiergröße. Das war so widerlich. Das war von Kneipe ein Duschgel, das habe ich, glaube ich, in meinem letzten Geschenksack von der Arbeit gehabt. Das war so widerlich. Das war Mandelmilch, Mandelöl. Das war widerlich. Ich habe das als Badezusatz verwendet. Ich würde mir das niemals nachkaufen. Dann habe ich hier wieder meine Nose Stripes aufgebraucht. Mich hat das gewundert, dass ich von dem nur noch eins habe. Vielleicht habe ich es mir auch einbildet, aber irgendwie, ja. Und die von Biore habe ich auch wieder aufgebraucht. Dann habe ich hier noch eine Probe von Claraus. Das ist dieses Detox Booster, die Probe davon. So sieht die aus. Die mag ich sehr, sehr gern. Das wisst ihr, aber ich habe mir das Originalprodukt gekauft von Clinique. Eigentlich wollte ich das in Kombi mit der Pflege aufbrauchen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Das Clinique Smart Serum mochte ich überhaupt nicht. Hat für mich überhaupt nichts dran. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Das ist die Seife, meine letzte, von Dermacol. Das war leider mein letztes Backup. Ich hoffe, dass wir mal wieder nach Kleinhauxdorf kommen, weil ich würde die gerne nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier das Shampoo von Botanicals aufgebracht als Probe. Das fand ich nicht schlecht, aber ihr habt gesehen, wie viele Shampoos ich habe. Deswegen werde ich mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Dann habe ich hier einen koreanischen Lichtschutzfaktor aufgebracht. So sieht er aus. Der war super, der hat super gerochen und ich fand den wirklich super. Nur, wie oft habe ich jetzt super gesagt? Ich fand den echt gut und wenn möglich, würde ich ihn mir auch nachkaufen. Dann habe ich, aber ich habe ja genug Lichtschutzfaktor zurzeit. Da habe ich die Einwegwaschlappen aufgebraucht. Eine Tuchmaske von The Cream Shop. Die fand ich ganz gut. Ich war eigentlich von der nicht so begeistert, weil die ja nicht so eine besondere Verpackung hat. Aber sie war wirklich gut. Ich mag die von The Cream Shop einfach am liebsten. Dann habe ich hier eine Probe aufgebraucht von einer Cleansing Form, also von einer Reinigung. Auch von diesen koreanischen, von diesen Marken. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht, diese Mutante Jeunesse, diese Very Berry Mood Mask. Irgendwie ist das eine Hassliebe. Einmal mag ich es, einmal mag ich es nicht. Dann habe ich eine Make-up-Probe aufgebraucht, das habe ich mit meinem anderen Make-up gemischt. Das war nämlich eine sehr dunkle Farbe, aber es hat was zum Mischen, hat es gereicht. Ich wollte die unbedingt aufbrauchen. Dann habe ich hier noch eine Maske, das ist die Afring Peeling von Shebens, die Limited Edition war. Ich liebe die und ich finde es echt schade, dass sie nicht mehr gibt. Ich habe noch ein paar Backups, ich weiß nicht, ob ihr euch an die noch erinnern könnt, aber ja, die gibt es ja leider nicht mehr. Dann habe ich nochmal Proben aufgebraucht, ich war sehr am Proben aufbrauchen. Das Lustige war, ich muss mir die nämlich unbedingt aufheben, das war eine BB-Cream und ich habe das nicht mitbekommen und ich glaube, das ist ein Lichtschutzfaktor, aber die war wirklich gut. Von der Farbe hat sie nicht passt, aber so war sie super. Und das war ein Lichtschutzfaktor. Das war echt, echt der Hammer. Aber die BB-Cream, es war so lustig.
ich trage die auf wie ein Lichtschutzfaktor und war die ganze Zeit braun im Gesicht. Dann musste ich mit meinem Mac drüber gehen, weil ich da ja dunkler war, weil ich da ja noch brauner war. Dann musste ich mit dem drüber gehen, das war so lustig. Ich habe mich so totgelacht. Ja. Dann habe ich hier das Lady Lemon & Mr. Mint Duschgel aufgebraucht. Ich fand das schrecklich. Ich habe das als Seife benutzt. Geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Dann habe ich hier einen Rasierschaum leer gemacht. Das war von Balea. Das war mein letztes Backup. Mein allerletztes Backup. Ich hoffe, euch geht das jetzt nicht zu schnell, aber mein Vater wartet unten auf mich. Ich habe einmal noch mein Deo aufgebraucht von der Marke BU, glaube ich heißt das. Dieses, ja, BU Golden Kiss, das liebe ich. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup, das ging nämlich sehr, sehr schnell leer. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht, die habe ich mal von meiner Arbeitskollegin und Freundin geschenkt bekommen. Die war, vom Duft her hat es mir nicht gefallen, aber sie war gut vom Pflege her, vom Pflegeeffekt her. Dann habe ich hier ein Duschgel aufgebraucht, den ich urnach traue, weil das war wirklich, wirklich gut. Das war dieses Tiare Flower. Das war so geil. Das war wie Monoi, nur besser. Wirklich nur besser. Tut mir urleid, wenn ich mich jetzt urbeilen muss, aber mein Vater wartet auf mich. Dann habe ich einmal das Elisabeth Arden Serum aufgebraucht. Das mit den Kügelchen drin, das kennt ihr. Ist mein absoluter Favorit. Die haben es aber leider aus dem Sortiment genommen, diese Haubendorfer. Oh, da habe ich nochmal die Pures, nicht Pure, diese No Stripes von Mutant de Jeunesse aufgebraucht. Eine Ladival-Probe, weil ich Sonnenbrand hatte an den Schultern. War gar nicht schlecht. Oh, da habe ich nochmal No-Straps aufgebraucht. Eine Duftprobe, da war der Helene Fischer-Duft drinnen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, umso mehr ich geschwitzt habe, umso mehr es gestunken. Also würde ich ihn mir nicht nachkaufen. Ich wollte ihn nämlich unbedingt haben, aber ich würde ihn mir nicht kaufen. Eine Haarkur habe ich leer gemacht. Die habe ich früher immer so gern verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Dann habe ich eine Reinigung aufgebraucht. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht so schnell, aber ich muss mich beeilen. Eine Reinigung habe ich noch aufgebraucht. Die fand ich aber nicht so gut wie die schwarze Reinigung. Also die würde ich mir ja nicht kaufen von dieser Biore-Marke. Dann habe ich noch leer gemacht ein Öl von Biotherm. Da mochte ich den Duft so gern. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass das so gut abschminkt wie das von Lancôme, das ich jetzt habe. Obwohl ich nicht finde, dass das auch gut abschminkt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal nachkaufen würde. Ich möchte mal gern was haben, was wirklich gut funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt es nicht. Dann habe ich noch so eine Probe leer gemacht von Clarins. Meine Make-up-Base ist aufgebraucht, in klein. Ich kann aber irgendwie nicht so viel dazu sagen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es mein Make-up lange gehalten hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Make-up lange gehalten hat. So. Dann habe ich hier noch drei Eyeliner. Einmal den von Make-up Factory. Den habe ich geliebt. Dann habe ich einmal den von Sante aufgebraucht. Ein Lip Liner, der verschollen in meiner Handtasche war. Den habe ich sehr lange schon aufgebraucht, nur habe ich den vergessen. Dann habe ich noch einen Eyeliner von Lancôme. Der ist mir leider auch austrocknet. Aber den habe ich eine Zeit lang sehr gern verwendet. Das war ein grüner. Noch ein Make-up. Ich habe ein Puder aufgebraucht. Sorry, wenn das jetzt zu schnell ist. Tut mir urleid. Ein Puder habe ich auch noch leer gemacht. Ich habe aber Gott sei Dank noch ein Backup davon, weil das fand ich wirklich gut. Das war dieses marmorierte mit mehreren Farben. Das fand ich wirklich gut. Aber das kann man ja nicht mehr nachkaufen, war ja eh klar. Die zwei letzten Produkte, da muss ich wirklich los. Tut mir urleid, ich hoffe, ihr stört das nicht. Tut mir urleid. Ich habe ein Fixierspray aufgebraucht von Love. Das war ein Tester, den habe ich mir damals genommen. Ich würde mir das aber nicht nachkaufen. Ich mag den Sprühnebel von dem. Ich würde mir das aber nicht nachkaufen, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass meine Haut ausgetrocknet ist. Dann habe ich noch einen Duft leer gemacht von meiner Desperate Housewives Reihe. Ich liebe die Duftreihe. Da sind jetzt alle leer. Den Brie hat meine Mom nämlich aufgebraucht und den Lynette habe ich jetzt als letzter aufgebraucht. Und ich bin stolz, dass ich keine mehr von denen habe, weil ich habe Angst gehabt, dass die mir kippen. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich die wegschmeißen muss, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass sie kippen. So, tut mir wirklich nochmal leid, dass ich mich so beeilen musste jetzt. Aber mein Vater wartet unten, hat mir nämlich versprochen, wir fahren noch zum DM, weil ich da unbedingt noch was brauche. Und ich hoffe, euch hat es aber trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, was ihr aufgebraucht habt, was euch leid tut. Bei mir ist es auf jeden Fall mein Elisabeth Arden Serum. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, sorry nochmal. Bye.